Ha! Juhu! Yippie! Jo, da liegen meine Klienten, wenn sie es im Sitzen oder im Stehen nicht ertragen, die Dinge loszuwerden, die ich ihnen abzunehmen bereit bin, wenn sie das wollen. Und auf so einer Massageliege, da kann man ganz schön viel loslassen. So eine Massageliege lädt ein zum Entspannen, zum Lockern. Ich mache mit den Menschen hier mit und ohne Worte Energiebehandlungen auf eine ganz spezielle Art, immer auf meine Art. Das ist eine Mischung zwischen Handauflegen, Shihatsu, Lumi Lumi, Matrix. Ich kann es nicht beschreiben. Also es fließt alles ein, was ich jemals in meinem Leben selber erfahren habe und auch an mir selbst angewendet habe oder als Anwendung erfahren habe und danach gelernt habe oder mich damit beschäftigt habe. Und auch all das, was man mit zwei Händen machen kann. Diese Hände können sehr viel. Und ich freue mich über jeden Menschen, der sich hier mir anvertraut, in diesem Raum oder hier auf dieser Liege finden auch Stimmgabelarbeiten statt von mit Nadine Bräunlich, eine ganz weise Seele, die mit den Stimmgabeln Dinge macht, die ich so noch nie erlebt habe. Klangschalen, ich arbeite zum Teil mit Klangschalen, die Nadine arbeitet auch mit Klangschalen, aber die Carina, die Diermeier Carina wird demnächst hier auch beginnen, mit ihren Klangschalen Menschen einfach auf eine Reise mitzunehmen und auf eine Reise zu schicken, die in ihren Zellen dann einfach weiter resoniert. Die Arbeit hier in dem Raum ist mit Wort, mit Klang, mit Symbolen. Was allerdings am allermeisten geschieht hier ist, dass wir ein gemeinsames Feld aufbauen und ich habe einfach die Fähigkeit, bei Menschen in das Feld hineinzuschauen, hineinzugehen und dort zu wirken und zu arbeiten. Sei es mit Dingen, die aus der Ahnenwelt noch zu bewerkstelligen sind, obwohl die Ahnenzeit möchte jetzt auch beendet werden. Die Ahnen sind wichtig, waren wichtig, vor allem die letzten paar tausend Jahre waren sie immens wichtig, weil sie ja alles getan haben, tun mussten, was wir als Erbe im Prinzip jetzt mit dabei haben. Und durch das Sterben und Vererben haben wir es uns immer weitergegeben. Nur jetzt in der neuen Zeit ist auch das wichtig, dass wir die Ahnen ruhen lassen, dass wir sie dort lassen, wo sie sind, dass wir ihnen alles erlassen, was es loszulassen gilt, sodass wir praktisch frei von Pflichten, aber auch frei von dem, was man im Prinzip Karma nennt, endlich die neue Zeit leben können, und zwar unser Leben leben können. Und unser Leben wiederum können wir nur leben, wenn wir kein Ahnenerbe mehr umeinander tragen. Weil das Sat, das Sein aus den Ahnen, das ist das Satanische. Also es gibt kein Teufel. Das Satanische ist nur das, was wir von den Ahnen übernommen haben und weitertragen, weil wir denken, wir müssen es tragen. Wenn wir es losgelassen haben, dann leben wir unseren Ursprung. Und das ist das Saturanische. Saturan oder Saturn ist ganz was anderes. Das ist praktisch unser Ursprung. Ja, und hier auf diesem Fleckerl dürfen Menschen sich zurücklegen, entspannen. Ich mache dann meistens ein bisschen Musik oder Summe, Töne, hole Seelenanteile zurück und blase gewisse Dinge aus dem Energiekörper raus. Und das ist eine sehr schöne und heilige Geschichte. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Weg hierher findest
und dich einfach bei mir mal meldest, entweder unter der Seite lebenswerte-haus.com oder telefonisch unter 0049 7711 33260 und dann machen wir uns einfach einen Termin aus. Okay? In diesem Sinne, Namaste, das Leben ist schön und ich weiß, du weißt es eh.